Diese Zwergchamäleons sind nur 8 cm groß. Sie sind eins der vielen Angebote in dieser Tierhandlung in Hongkong. Unzählige Eidechsen, Frösche, Schlangen und Schildkröten drängen sich hier in den Terrarien. Platz ist knapp in Hongkong. Reptilien werden bei den Haustierhaltern daher immer beliebter. In einer Wohnung mit 30 Quadratmetern kann man kaum 10 Hunde halten. Aber 100 oder 200 Schlangen, das geht. David Lai lebt mit seiner fünfköpfigen Familie in einer kleinen Hochhauswohnung. Viel Platz gibt es nicht, einen Garten erst recht nicht, aber trotzdem hat er mehrere Haustiere. Einen Hund, eine Eidechse und mehrere Frösche und Geckos. Die Reptilien sind für ihn leicht zu pflegen. Wenn man Student ist, wie ich, braucht man viel Zeit zum Lernen. Ich gehe normalerweise um 7 aus dem Haus und komme erst abends wieder. Ich finde an den Reptilien vor allem gut, dass sie nicht so viel Pflege brauchen wie mein Hund. Außerdem sind sie leichter zu füttern und machen nicht so viel Dreck. Viele Reptilienfans kaufen sich ihre Tiere übers Internet. Hier finden sich auch seltene Arten, manchmal sogar verbotene oder bedrohte, und das zu günstigen Preisen. Tony Ip hat den Hongkonger Reptilien- und Amphibienverein gegründet. Sein Lieblingstier ist dieser Python, eine genetisch veränderte Art. Seine Haut ist dünner, deswegen bietet sie weniger Schutz vor Feinden. Der Killerbienen-Python gilt außerdem als empfindlicher und er hat oft ein Wahrnehmungsproblem. Seinen Besitzer könnte er daher für eine Beute halten. In den richtigen Händen sind die Kaltblüter für gewöhnlich zahme Haustiere. Kuschelig sind sie aber nicht gerade und man muss den Mut haben, sie zu füttern.